Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich. Und zwar ist heute bei mir eingetroffen, neben der Love X Oscar Atempalette, die ich direkt ausprobieren musste, also ne, läuft, die Look Fantastic Beauty Box aus dem Monat Juli. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box habe ich im monatlichen Abo. Sie erscheint immer Anfang des Monats, kommt aus England. Sie kostet zwischen 15,50 Euro und 20 Euro je Box und je Monat, je nachdem, welche Abo-Variante du so wählst. Und normalerweise erscheint sie als Box, ist gefüllt mit 5 Beauty-Produkten ungefähr. Also manchmal auch 6 oder 7, wenn wir Glück haben. Draußen geht übrigens die Post ab. Wundert euch nicht, es gewittert und gewittert und brummelt quasi permanent. Also da dürfen wir uns jetzt gerade nicht von ablenken lassen. So viel Ablenkung heute, ne? Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, erscheint die monatlich, ne? Und hat aber immer einen relativ hohen Warenwert. Wir haben hier krasse Produkte mit dabei. Und ich würde sagen, wir schauen hier einfach mal rein. Ja, genau. Tada! Unboxing hiermit beendet, weil die Tasche durchsichtig ist. Nein, wir schaffen das schon anders. Wie gesagt, sonst haben wir halt eine Box und dieses Mal ist es eine Tasche. Finde ich ganz praktisch, diese Tasche. Die können wir uns gleich auch nochmal ein bisschen genauer angucken, weil das so eine schöne Travel Bag ist. Du siehst halt direkt auf den ersten Blick, ich kann es auch direkt zeigen, komm, was soll der Falschgeiz, ne? Die ganzen Produkte, die da drin sind. Ich weiß nicht, ob man die theoretisch auch im Handgepäck mit dabei haben dürfte. Als Tasche, wo man halt diese ganzen Flüssigkeiten mit drin hat, ne? Das muss ich ehrlich gesagt passen. Ich fliege nicht so häufig, deswegen weiß ich das nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eine super praktische Geschichte ist als Kosmetik-Bag. Dafür hätte ich hier dann wahrscheinlich noch ein paar mehr Trenner gebraucht. Aber so ist es eigentlich eine ganz gute Geschichte. Und wir haben hier dieses Mal endlich mal wieder ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist dabei. Das ist jetzt auf Englisch, aber wir kriegen das schon voneinander. Wanderlust ist die Edition. A Strong Desire to Travel. Mein Sommerurlaub ist jetzt leider vorbei, aber ich muss wirklich sagen, ich habe tatsächlich einen ganz kleinen bisschen Fernweh, auch wenn ich so ein Mensch bin, der sagt, ich bin am liebsten zu Hause, verbringe meinen Urlaub hier auf Balkonien, Terrassen und in Bad Maingarten. Das reicht mir zu, aber ja, genau, so sieht die Lady aus. Die ist sehr ungeschminkt, das heißt, uns erwartet hier nicht wirklich dekorative Kosmetik mit in der Box. Hier sind auch nochmal die Produkte abgebildet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr abweichende Produkte hattet. Und auch dieses Mal haben wir leider keine Preise mit dabei. Ich suche euch die Preise aus dem Look Fantastic Online Shop raus, soweit ich sie halt finde. Und was hier eigentlich ganz geil ist, du hast hier in diesem Heftchen noch super viele weitere Informationen und Tipps und Travel und bla und Wanderlust und hast du nicht gesehen. Und Spoiler und so mit dabei, was ganz cool ist, ne? What's coming up? Also was kommt demnächst? Look Fantastic macht mit Omorovicha eine Limited Edition, die rauskommen wird. Das wird im August sein, das steht hier drin. Das sieht so ein bisschen aus wie die Muttertagsedition, ne? Das finde ich ganz cool gestaltet. Das ist so ein, ja, kann man auch einen Hut drin aufbewahren, so eine Hutbox. Look Fantastic macht auch eine Sonderedition mit Revolution, das finde ich auch interessant. Das kommt auch im August mit raus. Ja, da kommt dann eine Spezialbox. Die wird einen Wert von 77 Euro haben. Es steht aber nicht dabei, was die kosten wird. Müssen wir einfach mal schauen, ne? Genau. Ja. Und ich glaube, guck mal, für die Augustbox haben wir hier auch schon eine Sneak Peek mit dabei. Und zwar wird von Kia T London ein Blush mit dabei sein. Das heißt, solltest du die Box noch nicht abonniert haben, nutz gerne meinen Code, meinen Link, was auch immer du möchtest. Das ist so ein Freunde-Werben-Freunde-Code. Dann bekommst du ein bisschen Rabatte und ich bekomme so ein paar Look Fantastic Beauty Points, mit denen ich dann quasi im Online-Shop shoppen gehen kann. So, genug Laberababa. Gucken wir uns das Täschchen mal von innen an. Jo, das macht Sinn. Ne? Okay, als allererstes haben wir etwas Pflege mit dabei und zwar von Elemis. Eine geile Hautpflegemarke, sackenteuer. Haben mir eine Kooperationsanfrage geschickt, habe ich abgelehnt, leider. Aber gut, ja, egal. Ich habe sehr gute Kooperationspartner, mit denen ich im Bereich Hautpflege zusammenarbeite. Dementsprechend habe ich auch gesagt, ne, da habe ich die glorreichen 3. Ich habe Beautymates, ich habe Dalton und ich habe hier Poda. Und ich brauche da nicht noch einen dritten mit reinnehmen. Ich habe die ganzen Beautyboxen, wodurch ich immer wieder neue Produkte austesten kann. Das wird sonst irgendwann ein bisschen viel. Also, ne, so viel zu Hintergrundinformationen mal. Man lehnt leider auch als YouTuber, als Content Creator auch mal echt sehr verlockende Anfragen ab. Und zwar ist das Superfood Glow Priming Moisturizer.
Kombucha Glow Moisturizer. 20 ml sind hier enthalten und das ist eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. Finde ich richtig klasse und ja, die haben wir jetzt hier mit dabei. Und das soll auch noch Glow geben, was ich total klasse finde. Kann ich mir auch super dann als Primer-Ersatz vorstellen. Vielleicht packe ich das sogar zu meinen Primern und nehme das in meinen Full-Face-Beauty-Boxen für Juli mit auf. Ja, ich glaube, das kann ich machen. Ne? 20 ml, die kann ich dann auch zwischendurch mal aufbrauchen und austesten. Hier habe ich was dabei von Grow Gorgeous. Das ist eine ganz tolle Haarpflegemarke, die ich auch eben durch die Look Fantastic Beauty Box kennen und lieben gelernt habe. Defense Anti-Pollution Leave-In Spray, 60 ml sind hier enthalten. Ich verwende solche Sprays jedes Mal nach dem Haarewaschen, einfach damit ich so durch meine Haare durchkomme, damit ich sie besser kämmen kann und so. Ne? Ich verwende auch zwar Conditioner und Masken und so weiter, aber es ist doch eine ganz gute Geschichte, wenn man sich noch ein bisschen was hier mit reinsprühen kann, damit man nicht so viele Haare verliert, wenn man durch die Zotteln durchkämmt. Ja, genau. Und das finde ich toll. Was macht das auch irgendwie? Nö, einfach nur in die Haare mit reinmachen. Genau, ins Handtuch trockene Haar. Mensch, was meint denn hier? Ich kann das doch hier hinstellen. Warum steht hier eigentlich eine Pinselbox? Ich habe hier vorher einfach nicht ausreichend aufgeräumt, Leute. Dann, wir haben ganz schön viele Produkte diesmal mit dabei. Wir haben schon zwei und jetzt kommen noch vier, also ne, weißt du Bescheid, von Mine Tan Body Skin, oh je, mit Cucumber, also mit Gurke, Soothe and Moisturize, Hydrating Gradual Glow, Face and Body Tan Mist. Okay, das wird weiter wandern, weil ich tatsächlich nicht solche Tan Maxima, also Tan, Bräunungssprays oder so weiter verwende. 30 ml sind hier drin, weil ich verwende von Beauty Mates die Selbstbräuner Booster Drops auch mit dabei und die kann ich sowohl fürs Gesicht als auch Hals, Dekolleté und für den Körper verwenden. Ich verwende die tatsächlich super gerne für meine Beine und ja, deswegen brauche ich sowas dann tatsächlich nicht, weil ich weiß, das ist ein Produkt, das ich mich verlassen kann. Ne? Aber ich weiß, es gibt einige, die sich darüber super freuen werden und ich mache ja auch ab und an bei mir Verlosung. Ja. Das Produkt hatten wir schon mal mit dabei gehabt. Und zwar ist das von Ilamasqua 2 ml, also eher eine Probe tatsächlich. Beyond Liquid Highlighter OMG, das ist so eine tolle Farbe. Ilamasqua ist wohl cruelty free und hier hinten steht auch vegan mit dabei. Das finde ich sehr charmant. Und das ist ein super intensiver Highlighter, den ich total schön finde. Hatte ich, ich weiß nicht, war das im Osterei oder war das in der Muttertagsedition? Also in irgendeiner Sonderedition gab es das nämlich in der Full Size auch mit dabei. Das heißt, den mache ich jetzt nicht so auf, aber wir sehen hier auch schon die Farbe. Das ist so ein schönes Champagner-Tönchen. Richtig hübsch. Mag ich gerne leiden, aber das wird weiter wandern. Genau, so, dann habe ich hier noch ein Lippi mit dabei in der Farbe 225 Creme Rose Wine von Revlon. Das ist dieser hier. Den werde ich erstmal zulassen und vielleicht bei meinem Full Face Beauty Boxen verwenden. Kommt drauf an, was sonst noch so an Lippenstiften mit drin ist. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Tönchen, was ich tatsächlich auch schon mehrfach von anderen Marken bei mir in meiner Schminksammlung drin habe. Das heißt, ne? Muss ich mal gucken, ob ich den dann verwenden werde oder nicht. Aber ich mag gerne die von Revlon. Die sind wirklich toll. Die mag ich von der Konsistenz und von der Haltbarkeit vor allem auch her. Genau. Guck an. Und jetzt kommt das letzte Produkt. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal öfter mit dabei. Das ist so ein Produkt, was eigentlich kein Mensch braucht, wenn ich ehrlich sein darf. Verspricht ja super krass zu sein, weil du hier 7 Second Luxury All Day Mask und da hast du halt so ein Pad, was hier mit drin ist. Damit kannst du dann erst über deine, also mit der einen Seite gehst du damit erst über deine Haut, um sie quasi so ein bisschen zu peelen. Und dann drehst du das Pad um und gehst damit noch mal über deine Haut. Das ist dann wie so eine Maske. Soll total super sein und also das soll massieren, exfolieren, also quasi peelen. Toner, Serum, Moisturizer, also feuchtigkeitsspendendes Vieh, Maske und Make-up-Primer in einem, ne? Ja, aber das ist halt so ein Einmal-Wegwerfprodukt. Das ist ein bisschen schade, aber es ist nice to have. Also, ne, wenn man das drin hat, man kann es mal ausprobieren. Verkehrt ist es nicht, definitiv. Also mag ich auch gerne. Aber ich finde das einfach so überhaupt null nachhaltig. Ne? Also diese, ja egal, sagte sie und liebte Gesichtsmasken. Okay, ja, das war jetzt tatsächlich schon die komplette Bag. Und wir haben 6 Produkte hier drin enthalten. Und ich finde die richtig cool. Ne? Es sind sommerliche Produkte, weil Highlighter mag ich gerne. Liquid Highlighter ist einfach gerade super angesagt. Dann so ein bisschen Tanning-Gedönsen.
damit man halt auch ohne Make-up so ein bisschen gebräunter aussieht, weil meistens trägt man ja einen recht hohen Lichtschutzfaktor im Gesicht, sodass das Gesicht so ein bisschen heller ist als der Rest vom Schützenfest. Ansonsten ein schöner Lippenstift in einer tollen Farbe, dann die Gesichtscreme mit dem Glow dabei finde ich klasse, dann dieses Haargedönsen. Weil Haarpflege ist jetzt auch super wichtig, weil einfach die Haare so trocken werden und vielleicht geht man ja auch ins Meer und Salzwasser schädigt den Haaren ja auch noch. Also richtig klasse. Die Produkte in der Box haben mir so richtig gut gefallen und es war eine schöne Zusammenstellung. Da muss ich auch wieder sagen, wir haben kein Kabam Kawau Produkt mit dabei, aber die Gesamtheit der Produkte finde ich schon überzeugend. Weil wenn ich überlege, ich zahle 15,50 Euro monatlich eben für die Box und erhalte so viele geile Produkte, die ich ausprobieren kann, mag ich. Ihr Lieben, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!